Ich grüße dich von Herz zu Herz, von Seele zu Seele heute am 14.11. mitten in der Vollmondenergie im Stier. Wie geht es dir? Ich kriege so viele Feedbacks und ich möchte dir heute, wann immer du das hörst, weitergeben, was gerade mit unserem Lichtkörper geschieht, was für eine Expansion gerade geschieht, was für eine Feuerenergie auf diesem Planeten ist. Heute geht es wirklich um den Körper, weil so viele betroffen sind in der Umwandlung des Körpers. Die Botschaft heute heißt, nun wird es wirklich intensiv, so wurde ich gleich von der geistigen Welt gebrieft. Der Körper wird weiter lichtvoll. Ja, wir haben diesen super Vollmond im Stier und wir haben Uranus rückläufig bis zum 30.01. Und wir werden wirklich bis zum 30.01. das so intensiv erleben, weil die kosmischen Lebensströme, der kosmische Lebensstrom der Urmutter, der großen kosmischen Mutter, diese pure Lebensenergie, wo wir jetzt wieder angeschlossen sind, durch die Erde fließt, in die Erde hinein. Ich habe schon oft darüber gesprochen und auch durch unseren Körper. Und das macht ganz viel in der Umwandlung mit unserem Körper, weil so viele davon betroffen sind. Also ununterbrochen fließt dieser kosmische Lebensstrom der göttlichen Mutter jetzt durch diese physische Ebene und damit auch durch unseren physischen Körper, durch unseren Körper, aber nicht nur durch den physischen Körper, sondern durch alle unsere Körperschichten, alle Auraschichten, alle DNA-Schichten, darauf komme ich jetzt zu sprechen, alle Chakraschichten, also wirklich durch alle unsere auch feinstofflichen, astralen Körperschichten. Und das, was jetzt geschieht, ist, dass sich vielleicht weißt du, das ganz oft haben wir also da früher davon gesprochen, auf der alten Erde. Ich rede jetzt wirklich davon, den Fokus auf die neue Erde zu richten. Früher hieß es ja immer auch von den Coaches, ja, öffne dein Potenzial. Und ich weiß selbst, dass ich immer gesagt habe, was heißt hier, öffne dein Potenzial? Ja, was bedeutet das? Aber jetzt geschieht es wirklich, dass das höhere göttliche Potenzial sich jetzt für uns eröffnet. Und das bedeutet, göttliche Weisheit, göttliche Intelligenz, ich meine nicht Intellektuelles, göttliche Weisheit, göttliche Liebe, göttliche Intelligenz. Und damit öffnet sich jetzt unser göttliches Potenzial in uns, unserer DNA, was also vorher nie möglich war. Und das bedeutet, unsere Schwingung wird permanent erhöht. Ich komme gleich mal dazu, wie sich das auswirkt. Und dann möchte ich das erklären nochmal, was eigentlich in unserem Körper gerade geschieht, ja? Also ich selbst habe das gestern extremst wahrgenommen. Ich konnte überhaupt nicht arbeiten gestern. Das wirkt sich so aus, dass wir eine ganz starke Unruhe in uns haben. Und das wird eben jetzt noch mindestens mit dem Uranus rückläufig bis Ende Januar mindestens so gehen, je nachdem, wo jeder steht in seinem eigenen Erwachensprozess. Starke Unruhe, Menstruation kehrt zurück bei den Frauen, hormonelles Ungleichgewicht, starkes hormonelles Ungleichgewicht, Brustkopfschmerzen, Nervosität, Konzentrationsprobleme, Verwirrung, Orientierungslosigkeit, stark veränderte Essgewohnheiten. Ich esse gerade wieder Schokolade, das kenne ich gar nicht von mir. Und nicht nur wenig, aber ich beherrsche mich. Also ich habe das unter Kontrolle, sagen wir es mal so, ja. Schlaflosigkeit. Ich komme noch mal auf das Essen zurück. Spüre, was dein Körper braucht. Jegliche Formel von, was du essen sollst und dir vorgeschrieben wird, ist außer Kraft gesetzt. Jegliche Formel. Das bedeutet, dass dein Körper gerade dir das zeigt. Wir gehen durch viele tiefe Reinigungsprozesse, durch all unsere Inkarnationen. Das bedeutet, dass dein Körper dir auch Informationen gibt aus früheren Informationen oder auch aus Inkarnationen oder auch aus zukünftigen Inkarnationen, was er jetzt gerade braucht, solange du bewusst, sehr bewusst dort
das aufnimmst und annimmst. Also bewusst für dich selbst auch regulieren kannst, wahrnehmen kannst und steuern kannst, ja? Das bedeutet, dass man seine eigenen Körperenergien steuern kann und wahrnehmen kann und mit denen in Verbindung ist. Und wiederum das bedeutet, jeden Tag sich mit seinem Körperbewusstsein zu verbinden und auch da um Führung zu bitten, ja, dabei. Also Schlaflosigkeit, auf einmal in Tränen ausbrechen, Depression, Rückenschmerzen, wo immer du das fühlst, Hüftschmerzen, es kann sein, dass du Nackenschmerzen hast, Kieferschmerzen hast, Kopfschmerzen hast, ja, eben Kronchakra, starke Kronchakraöffnung, überhöhte Aktivität, also ein Gefühl, du könntest Bäume ausreißen, das ist die andere Seite, ja, ein Gefühl von ganz viel Power, ein Gefühl von der Tag reicht an Stunden gar nicht aus, was du alles machen willst, was du machen kannst, was du machen möchtest, ja, und dann eben auch zum Beispiel wieder ein ganz starker Abfall, bam, also 500% Energie und dann auf einmal ein ganz starkes Runterkommen wieder. Oder vielleicht kommst du gar nicht runter. Ja, ich bin gestern gar nicht runtergekommen. Ja, also egal, was ich gemacht habe, ein ganz großer Bewegungsdrang. Wie kannst du damit umgehen? Das erste ist, höre immer auf deinen Körper, auf deine Körpergefühle. Was zeigt dir dein Körper? Was passiert gerade in deinem Körper? Nimm das wahr. Und drücke das aus. Das ist ja auch Vollmond in Stier. Es geht jetzt so intensiv über die Körperebene. Ja? Bleibe im Fluss mit den Energien. Wenn du fühlst, du hast einen mega starken Bewegungsdrang, dann tobe dich aus. Okay? Ja? Also ich kann das immer nur wieder sagen, weil mach das, was möglich ist in deinem Leben. Okay? In deinem Leben. Also höre auf deinen Körper, deine natürlichen Impulse auch bei deiner Arbeits- und Freizeitgestaltung. Ja, wenn der Kopf dir sagt, ich muss doch aber Sport machen und dein Körper sagt, nein, ich kann nicht, ich will nicht, dann geht das nicht. Also der Körper gibt gerade vor, was er braucht. Und das jetzt noch für eine ganze Weile und ganz, ganz lang. Habe ich eigentlich die Lautstärke richtig? Ich bin heute nicht ganz so laut. Ja, das habe ich. Gut. Unser Energiefeld wird jetzt permanent angehoben, 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 indem diese alten Matrixmuster in uns, wie etwas zu sein hat, wie du dich verhalten sollst, wie du funktionieren sollst, wie gesellschaftliche Normen sind, beziehungsweise auch deine Ahnen, deine Familie, dir etwas vorgegeben haben, wie etwas zu sein hat. Das wird jetzt aus unserem System entfernt. Und das ist intensiv, ja. Dadurch werden jetzt diese neuen menschlichen Potenziale und auch diese göttlichen Potenziale freigeschaltet. Und schon alleine das kann im Körper, in der Psyche auch, ja, totale Verwirrung, das kann totale Verwirrung bedeuten, ja. Diese Plasma-Infusion, die wir jetzt bekommen, permanent, permanent aus der Sonne, aber auch diese ganzen Korruptionen, diese ganzen ich meine jetzt damit aus der Erde, ja. Diese ganzen Vulkanausbrüche, permanenten Eruptionen, das ist das richtige Wort. Diese permanenten Eruptionen sind Erschütterungen in unserem Körper. Und nicht nur in unserem Körper, sondern auch in unserer Psyche, ja, in unserem Emotionalkörper, in unserem Mentalkörper. Alles wird jetzt im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert damit die nächste Stufe unserer biologischen Entwicklung freigeschaltet wird. Und das geschieht jetzt. Diese nächste Stufe unserer biologischen Entwicklung, ja. Und diese verschlüsselten Informationen enthalten diese Codes, diese Frequenzen, damit unser göttlicher Körper auferstehen kann. Unser göttlicher Körper wird freigeschaltet im wahrsten Sinne des Wortes.
Und diese niederen menschlichen Begrenzungen, die wir Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt haben, werden erlöst. Diese niederen menschlichen Begrenzungen. Und das ist unser höheres Potenzial, unsere Hellsinne, unsere Hellwahrnehmungen, unsere Multidimensionalität, unsere, ja, es geht wirklich alles um die Wahrnehmung, um diese ganz neu, dieses neue Wahrnehmungspotenzial von Räumen, von Dimensionen, von neuen kosmischen Ebenen. Ja, das alles wird jetzt also freigeschaltet. Und damit also unsere niederen Körperqualitäten von der niederen Erde losgelöst. Und das ist das, was jetzt wirklich geschieht. Und damit entstehen neue Realitätsräume. Das sind diese neuen Wahrnehmungsräume, wo wir in der Lage sind, mehr unsere Schöpferkraft einzusetzen, unser Schöpferpotenzial, also unseren freien Willen in Verbindung mit dem göttlichen Willen in diese neue Realität, in die neuen Realitäten für uns zu bringen. Dabei. Ich hoffe, ich kann das gut rübergeben. Und damit werden höhere Körperfunktionen freigeschaltet. Das ist das, was ich gerade beschreibe, diese höheren Körperfunktionen. Das ist ein Hellfühlen, Hellschmecken, Hellriechen, Hellwissen, Hören, ja? Hellsehen. Okay, also alles das, diese höheren Körperfunktionen werden freigeschaltet. Und diese neuen DNA-Potenziale enthalten die genetischen Informationen nicht unserer Abstammung mehr. Nicht mehr diese Genetik unserer Abstammung. Jetzt rede ich über die Epigenetik, sondern die Genetik unserer Göttlichkeit. Ja, die Genetik deines Gottselbstes, die Genetik, ich arbeite gerade ganz viel mit dem Gott selbst, wenn ich mit Menschen arbeite, ja, mit dem Gott selbst, die Genetik deiner Monade, also deiner Seele, erste Ebene, Überseele, zweite Ebene, ja, da sind wir schon auf der galaktischen Ebene, okay, des galaktischen Potenzials und deiner Monade, deinem Seelenhaus der kosmischen Ebene. Und das sind die Freischaltungen auch über deine Seelenebenen. Das hatten wir jetzt gerade in dem Seminar Seelenliebe, ja. Also diese Aktivierung deiner Potenziale erstens zur Seele, ja, das ist jetzt ganz neu, dann zu deiner Überseele, die ganze galaktische Ebene, wo neue Funktionen, neue Aufgaben reinkommen, neue Verantwortlichkeiten reinkommen. Jetzt öffnen sich auch immer mehr die Verantwortlichkeiten. Das heißt, die Verantwortlichkeiten steigen auch und dann bis zur Monade, deinem gesamten Seelenhaus auf der kosmischen Ebene. Und das geschieht jetzt also in den kommenden 22 Jahren mindestens auch, ja, dabei. Das heißt, unsere gesamte Göttlichkeit wird freigeschaltet und damit wachsen wir jetzt aus diesen niederen Ebenen, den karmischen Ebenen, vollkommen heraus. Und wir lösen uns davon. Also deine gesamte genetische Abstammungslinie, die Loslösung auch von diesem alten genetischen Ahnen, den Ahneninformationen, so möchte ich das sagen. Und das ist jetzt auch eine andere Ebene. Ich rede jetzt nicht darüber. Nimm das von deinen Ahnen mit, das lasse ich mal jetzt losgelöst, ja. Du bist vollkommen souverän dann, vollkommen souverän, ein neues, wir betreten Neuland als menschliche Spezies, du bist ein vollkommen, ich sehe das jetzt auch gerade, wie die ganzen Ahnenlinien sich lösen, 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 lösen. Ich kriege gerade ein Bild von einem neuen göttlichen Menschen und damit betreten wir jetzt im November, vollkommen Neuland. Das ist alles ganz neu. Und wir beginnen, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, die bewusste Kontrolle über unsere Biologie zu übernehmen. Das heißt, ich weiß genau, okay, ich esse jetzt gerade eine halbe Tafel Schokolade, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber ich habe die bewusste Kontrolle darüber. Und ich spüre, mein Körper sagt dann, ah, stopp, jetzt ist genug, gut, es reicht.
Du hast genug, also die bewusste Kontrolle. Es ist nicht mehr diese Fressattacken etc. Es ist nicht mehr, ich esse jetzt aus irgendwelchen emotionalen Bedürfnissen heraus. Das alles ist es nicht mehr. Ja, das ist es nicht mehr. Und das bedeutet, dass wir von der Zweistrang-DNA die anderen Potenziale, also diese restlichen 10 Stränge, die werden jetzt sukzessive freigeschaltet. Ich habe schon oft darüber gesprochen, aber ich will es jetzt nochmal sagen, sie sind ja inaktiv gewesen. Das heißt nicht lebendig, ja, es geht ja um diesen Lebensstrom, nicht lebendig, stumm daliegend, also nicht kodierte DNA-Stränge. Und diese DNA-Stränge werden jetzt kodiert. Also wenn du dir das vorstellst, die DNA-Stränge, also nicht längs, sondern halt senkrecht, ja, werden jetzt sukzessive hintereinander weg kodiert, 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 ja, mit den ganzen Lichtcodes, die reinkommen. Und die neuen Kinder, die jetzt reinkommen, oh, es fließt durch mich, langsam, die neuen Kinder, die reinkommen, die haben schon die Öffnung, zum Beispiel von 8 Strängen, ja, 8 DNA-Strängen kriege ich jetzt gerade gesagt. Das ist spannend, ja, von 8 DNA-Strängen, ja. Also diese nicht kodierten DNA-Stränge werden jetzt geöffnet und wir bekommen Zugang zu den höheren genetischen Informationen. Also Seele, Überseele, Monade, ja, galaktische Ebene, galaktische Informationen und kosmische, universelle Information bis zum Quantenbewusstsein, ja, also die Quantenbewusstseinsebene, also galaktische Ebene, dann unser Universum und dann darüber hinaus in das Quantenbewusstsein. Und das sind diese ursprünglichen Ebenen der göttlich-menschlichen Erfahrung, die vorher nicht möglich waren und die werden jetzt freigeschaltet. Diese Codes werden jetzt freigeschaltet. Und das bedeutet, für diejenigen, die eben das Licht schon aufnehmen können, diese ganzen Freischaltungen erleben wir alle, ja, wir erleben die alle, ob bewusst oder nicht bewusst, aber das bedeutet für die Lichtarbeiter, für die Liebes- und Lichtarbeiter, dass jetzt mehr Energie zur Verfügung steht, viel mehr Energie, um dich zu kümmern, sage ich jetzt mal, nicht so ein schönes Wort, aber in deiner Verantwortlichkeit, nämlich ein anderes Wort für dein Wohlbefinden, deine Familie, deine Finanzen, dein Zuhause und so weiter und so fort, ja, durch diese kosmisch-plasmatischen Mutterenergien. Und ihr seht schon die Schnelligkeit auch der Information, ja, auch was durch uns fließt, es wird immer schneller. Meine Füße sind fest auf dem Boden, ja. Ich erde mich permanent und es ist so wichtig, dass du dich erdest und auf deinen Atem achtest, ja. Dabei. Wenn ich zum Beispiel holpere in der Sprache, ja, dann weiß ich, bam, weiß ich sofort, bam, erden, zack, dann gehe ich sofort mit meinem Bewusstsein wieder runter in die Erde und atme. Okay, das bedeutet, dass unser physischer Körper jahrhundertelang, ja, in einer Form von Inaktivität war. Tot. Okay, in einer Form von Tot, ja, inaktiv und unbewusst eben. Und jetzt erwacht dieser Körper und wechselt in einen aktiven Zustand. Lebendigkeit, darüber spreche ich so oft. Lebendigkeit durch diese Mutterenergien. Ja, das Nährende, wir werden genährt mit kosmischen Lebensströmen. Ja, genährt, genährt, genährt und sind jetzt in der Lage, je nachdem in dem Erwachensprozess, uns endlich selbst zu ernähren, vollkommen unabhängig von. Souverän höre ich. Selbstermächtigt und souverän höre ich. Ja? Angeschlossen an das Quellbewusstsein, angeschlossen an die Quelle.
Und das ist das, was jetzt geschieht, dass unser Körper so unruhig wird, dass so eine permanente Bam, 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 Bam Energie da ist, ja, für viele. Oder eben die andere Seite, ein Reinfallen in Depressionen. Also ein, ich kann das nicht mehr aushalten. Wie soll der Körper das noch schaffen? Ich verkrafte das alles nicht mehr. In Tränen ausbrechen, ja, in diesen Zustand hinein. Während diese höheren Frequenzen, also dieses Licht und Licht und Licht und Energie und die Geschwindigkeit wird immer intensiver, ja, wir werden das erleben. Auch dann in 2025. Die Geschwindigkeit wird immer intensiver. Und es ist ein, wir dürfen lernen, das zu empfangen, zu empfangen. Wir empfangen und senden, empfangen und senden. Und das ist diese Verbindung zwischen männlicher und weiblicher Energie. Empfangen und senden, das ist das, was also auch die Reaktionen in unserem Körper beschleunigt. Also zum einen die Reinigung, zum anderen die Transformation und auch das Erwachen beschleunigt sich jetzt halt immer mehr. Es kann also auch sein, dass du wirklich eine Phase hast oder Phasen hast, wo du ganz viel Bewegung brauchst, um das auch wieder die Toxine, die sich freischalten, auszuschütten, um zu entgiften, auszuschütten. Darmreinigung, ja. Du siehst, ein permanenter Prozess jetzt von Licht kurz rein und dann Toxine raus, ausschütten und dich reinigen. Und das bedeutet auch, dass also du brauchst jetzt Ventile. Also Ventile bedeutet, du bist jetzt ja immer mehr den Kanal. Also ich sehe permanent diesen Lebensstrom hier reinfließen in die Erde und von unten in die Erde eben wieder hoch. Und das bedeutet, dass du Ventile brauchst, um das jetzt zu handeln. Ja, also Entgiftungsprozesse, Bewegungsprozesse oder auch stille Prozesse, Meditation. Der Geist wird extremst angeregt, natürlich jetzt auch dabei mit neuen Ideen, neuen Informationen, ja, also diese ganzen neuen Informationen, die reinkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du bei dir bleibst und einfach nur fühlst, was brauche ich jetzt, unabhängig von dem, was alle Menschen dir da draußen erzählen. Vollkommen unabhängig von dem, was jeder dir da draußen erzählt. Was auch geschieht ist, wenn wir in diese Supraleitfähigkeit jetzt gehen mit diesen kosmischen Lebensströmen und unserem ganz neuen Körper, ja, diese Supraleitfähigkeit, dass wir in der Lage sind, Supraleitfähigkeit sagt das schon, dass wir in der Lage sind, viel schneller, das habe ich jetzt auch schon in ein, zwei anderen Videos gesagt, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten. Viel schneller, also jetzt nehme ich, jetzt sehe ich das gerade, ich sehe jetzt gerade so Matrixströme, diese ganzen Matrixzahlen und Matrixströme, dass wir viel schneller sind, diese Lichtcodes zu verarbeiten. Ja, durch eine ganz hohe Kreativität, die sich jetzt entwickelt. Also Zusammenhänge schneller erfassen, größere Konzepte, wenn wir also durch diese Seelenebene gehen und über Seele gehen und Monade, ja, größere kosmische, galaktische, intergalaktische Konzepte aufzunehmen. Natürlich auch bekommen wir dann Kontakt mit galaktischen Wesen, intergalaktischen Wesen. Wir sind viel mehr in der Lage, diese größeren Konzepte zu lernen und zu verstehen. Das geht jetzt alles viel schneller. Und wir sehen das auch bei den Kindern. Die Kinder können ganz schnell jetzt schon ganz viel, und da gehe ich mehr auf dieses Technologische ein, aber es ist nur, es sagt mir nochmal die geistige Welt, es ist wirklich nur ein Übergang, aber sie zeigen uns einfach schon, die Kinder, dass sie in der Lage sind, diese höheren Potenziale viel, viel schneller umzusetzen dabei, ja. Also das können wir einfach sehen, dass sie viel schneller in der Lage sind, Lernkonzepte umzusetzen. Also ich sehe permanent so ein,
Ganz schnell, bam, 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 ganz schnell rein. Das geht ganz, ganz viel kommt rein und es überfordert sie nicht. Ja, wogegen es sein kann, dass bei den alten Seelen viele überfordert sind mit dieser permanenten Lichtflut und Informationsflut. Ja, also unsere Fähigkeit wächst aber, spirituelle Konzepte, spirituelle Erkenntnisse, spirituelle Erfahrungen und auch kosmische Konzepte viel schneller aufzunehmen und zu begreifen. Gut. Okay. Warte, ich muss mich kurz noch mal konzentrieren. Was jetzt noch mal wichtig ist zu sagen. Also es ist wichtig, dass dein göttlicher Wille, dein Wille, siehst du, oh, dein göttlicher Wille, das ist gut. Es ist wichtig, dass du deinen Willen immer ganz bewusst laut sagend in Übereinstimmung bringst mit dem göttlichen Willen, okay, mit dem Quantenbewusstsein, mit dem Quantenbewusstsein der Quelle, mit dem Quantenwille. Das ist eins. Indem du erlaubst, indem du darum bittest, indem du das auch verbindest. Ich verbinde mich damit. Ich habe ein Video gemacht, wie verbinde ich mich? Das kannst du dir nochmal anschauen dabei. Gut, und diese ganze Supraleitfähigkeit, also all das, wir haben da ein Zeitfenster, um diese ganzen neuralen Verbindungen, die jetzt neu geschaltet werden, ja. Deswegen ist das Nervensystem so beansprucht. Also wir haben jetzt erstmal ein ganz wichtiges Zeitfenster dazu, bis Ende Januar mit dem Uranus rückläufig in dieser Neuschaltung auch der Synapsen, also auch ganz viele Synapsen werden neu geschaltet. Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass eben das ganze Kopfthema, Augenthema groß sein wird. Ganz, Kopf, Nerven, Augen wird ganz groß sein jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auch überhaupt auch für die kommenden 20 Jahre. Wir sind ja jetzt noch in diesem Drachenjahr, in dieser Feuerqualität, aber das wird sich also auch stark bemerkbar machen. Und das bedeutet, wenn wir erlauben und darum bitten, dass diese Aktivierungen jetzt auch stattfinden. Und du kannst immer sagen, bitte für mich auf harmonische und optimale Art und Weise, so dass ich das verkraften und verarbeiten kann. Weil rede mit deiner geistigen Führung, rede mit deinem ganzen Team, rede mit deiner Überseele, rede mit deiner Monade, ja, dem ganzen geistigen Team und sag ihnen bitte genau, was du brauchst und wie es dir geht. Ja, bitte bringe das in eine Kommunikation. Und in 2025 dann, also jetzt finden diese ganzen Aktivierungen statt. Und das geht natürlich je nachdem, wo jeder steht, auch immer weiter. Aber in 2025 werden wir beginnen, in unserer inneren göttlichen Ordnung mit unseren Zellen das noch besser innerlich ordnen und sortieren zu können. Also wir haben immer mehr diese eigene Kontrolle über unseren Körper, um immer mehr diese göttlichen Lichtcodes und Krafts aufzunehmen. Es wird also besser. Aber natürlich ist es wichtig, durch diese tiefen toxischen Reinigungsprozesse zu gehen und zu spüren, was der Körper also jetzt alles braucht. Und es ist wichtig, dass jeder, also jeder geht jetzt, jeder auf dem Planeten geht durch diese Reinigungsprozesse und es ist wichtig, sich nicht dagegen zu sträuben, keine Widerstände zu entwickeln, sondern all das, was jetzt im Körper geschieht, wirklich anzunehmen, anzunehmen, anzunehmen. Atmen, erde dich. Was immer du brauchst, um dich zu erden, Wasser, Erde, Natur. Und das wirklich durchzulassen und freiwillig bewusst auch dem zuzustimmen. Ja. So. Wir gehen wirklich in diesen Nullpunkt hinein, wo wir komplett
sagt die geistige Welt jetzt nochmal, komplett richtig verkabelt werden. Jeder von uns wird jetzt auf seine Art und Weise komplett mit dem Quellbewusstsein verkabelt und das ist diese universelle, bedingungslose Liebe. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da durchgehst. Danke, dass du mit uns mitgehst. Hol dir alle Hilfe dieser Welt von Herzen. Komm jetzt gut durch diese Vollmondenergie. Vielleicht mache ich noch mal dazu ein Video, aber ich glaube jetzt nicht. Wir schauen mal. Alles fließt, alles ist im Fluss. Pantarei. Merci, bye bye. I love you, deine Danielle.